Das angenehmste auf der Welt. Sandbaden. Dreckbaden. Was ist am Sandbaden so toll? Man wälzt sich im Dreck und grunzt dabei. Genau, das ist der Sinn, warum Sandbaden lustig ist. Du wälzt dich im Dreck und grunzt dabei. Das heißt damit baden, jetzt fressen. Meine Fresse. Ich muss das essen, ich bin kurz vorm Verhungern. Ich habe noch nie was zum Fressen gekriegt. Sand. Und ja, ich weiß, dass Sand und Steine und sowas Vögeln und gewissen anderen Tieren bei der Verdauung helfen. Aber damit sind wirkliche, richtige Steine gedacht. Und dafür haben die auch Grit und andere Steine und nicht winzige Sandkörner. Das Einzige, was diese scheiß Sandkörner bewirken bei den Verrückten, ist, dass sie später irgendwann mal nur Sand scheißen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kommt hinten nur Sand raus. Toll, jetzt fressen wir alle Sand. Morgen ist nichts mehr drinnen, weil die Hälfte wird rausgebuddelt beim Baden und die andere Hälfte wird gefressen. Wieso ist es stylisch? Du hast einen braunen Fleck im Genick. Du bist ein Braunfleck-Nacken-Kaninchen. Oh mein Gott, Nummer 2 hat es auch reingeschafft, weil wenn man drinnen steht, ist es noch einfacher, Sand zum Fressen. Naja, im Großen und Ganzen ist das sowieso Vogelsand und ja. Ihr wisst wahrscheinlich, wie ich meine. Vogelsand ist eh dafür gemacht. Dass Vögel das fressen. Die nächste Faszination, die ich liebe, ist dieser Olivenbaum. Erstens, man wächst keine Ahnung wie, weil... Zweitens, wenn ich was an Bäumen liebe, ist, wenn irgendwo unten plötzlich ein Trieb rauskommt, ist like, oh mein Gott! Ich brauche einen Ast da unten. Du bist ein Baum. Bäume haben einen kahlen Stamm und sind oben buschig. Nein, ich brauche einen Ast da unten. Keiner weiß, für was der Baum einen Ast da unten braucht, aber egal. Das nächste, was ich liebe, ist Zillionenblüten, weil Olivenbäume müssen billiardenfach blühen. Die Hälfte wird dann eh nicht zu Oliven, sondern nur ein paar Verhungerte. Aber Hauptsache deine eigenen Blätter sind über und über voll mit Blütenstaub, weil das Ding produziert Blütenstaub hoch 10. Die da rechts ist ganz besonders geil drauf. Das Lustigste ist ja, dass bei uns die Olivenbäume keinen Winterschutz brauchen. Ohne Scheiß. Wir brauchen bei uns keinen Winterschutz. Das heißt, wenn der Oliven hat, reife Oliven, und bei vielen Leuten stehen die ja auch draußen ein ganzes Jahr, und die haben reife Oliven, und ein Vogel frisst diese Oliven, weil den Amseln, Drosseln und solche Vögel, Raben und so weiter, fressen die Oliven, ohne Scheiß. Und der Vogel dann herumfliegt und dann die Oliven irgendwo die Kerne wieder rauskotzt oder rausscheißt. Herzlichen Glückwunsch, dann wachsen bei uns wilde Olivenbäume. Was in dem Sinne ja eh schon passiert ist. Und ich weiß nicht, ob man vielleicht einige von euch werden die kennen. Es gibt so ein Blütenmeer aus Weiß. Schaut aus wie angesetzt. Hat aber kein Schwein angesetzt. Ist einfach nur wild. Diese witzigen Bäume mit den riesigen Blättern, die dann im Frühling so lila blühen, die gehören eigentlich auch nicht zu uns hin und sind eigentlich so Zierbäume. Aber die wachsen bei uns auch schon wild, weil die winterfest sind und die Winter sowieso nicht mehr so sind, keimen die Samen bei uns und dann wachsen kleine Bäume, gleich wie die Hanfpalmen und sowas. Alles, was irgendwie Samen hat und winterfest ist bei uns, wächst hier bei uns. Das ist etwas, was die Leute
Ich habe es ja immer gefeiert, wenn Leute irgendwie so die Ansage haben oder so die Idee haben. Ansage haben oder so die Idee haben, dass... was war das jetzt gerade? Rückwärtsgang! Und die Idee so haben, dass viele Sachen wie invasive Tier- und Pflanzenarten, das wird von den Pflanzen- und Tierliebhabern und sowas gemacht. Nein. Die meisten Tiere und Pflanzen, die so auskommen, gerade bei Tieren, ist es meistens die Tierschützer, die Tiere befreien und dann in ihrer arschgeilen Befreiungsaktion die Tiere einfach freilassen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch in die Gegenden, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, weil die gehören in die Wildnis. Ja, aber Waschbären und sowas gehören nach Nordamerika, nicht nach Europa. Nein, die müssen in der Wildnis leben. Und deswegen lässt man die einfach frei. Oder du hast solche Sachen wie eben, wo Leute Pflanzen und sowas in Parkanlagen aussetzen. Und dann vergessen, dass diese Pflanzen auch blühen und Samen produzieren und die dann auch irgendwo anders keimen werden. Und ich denke, bei mir da unten gibt es diese Gärtnerei. Und die ist recht groß und alles ist super. Und toll und besonders und ja. Gar nicht mal so schlecht und gar nicht mal so schlimm. Und ich könnte mich immer noch köpfen, dass ich damals mir teuer, in Anführungszeichen, bei MyAnts Paratrichina longicornis und Tetramorium bicarinatum gekauft habe, weil da unten bei der verfickten Gärtnerei gibt's die, weil die, soll ich euch was sagen, Paratrichina longicornis, Tetramorium bicarinatum und in gewissen Gegenden, gerade in botanischen Gärten und sowas, Anoblolepis gracilipes, also die gelbe Spinnerameise, kannst du bei diesen Gegenden finden. Oder in Zoos, Tierparks und sowas, da gibt es sicher diese Ameisen. Gleiche wie die Pharao-Ameise. Diese Scheiße, wie viele Leute immer sagen, Ameisenhaltung ist schlecht, besonders dieser trottelige Typ von Ants Kanada, der sagt, man sollte nur Ameisenarten halten, die bei dir heimisch sind, und hält selbst Ameisenarten von rund um die Welt. Wo lebt denn er, dass all diese Arten, die er besitzt, in seiner Heimat vorkommen? Nein, ohne Scheiß. So ein Blutsbirn. Und dann kommen solche, wegen solchen Leuten kommen dann solche Anzeigen, Ameisenhaltung oder Fischhaltung und sowas ist so schlimm, weil die Tiere sollten nur dort gehalten werden, wo sie auch herkommen. Ja. Und immer noch kommen Ameisen, Spinnen, Skorpione etc. mit Waren und Pflanzen und sowas daher. Wir hatten auch schon Spinnen in den Bananen drinnen. Ich habe auch schon meine Pflanze bei einer Gärtnereilieferung gehabt, wo dann irgendwelche Frösche auf der Pflanze sitzen. Bra, glaubt ihr wirklich, diese Leute tun das 24/7 kontrollieren? Ein Scheiß tun die. Dann und wann wird mal kontrolliert, wenn so eine Warnung ist, dass dann vielleicht Schlangen oder was wo drin sein können. Und die meiste Zeit schert sich kein Schwein drum. Bestes Beispiel, was ich mal hatte, Kroatien, für 4 Tage Kroatien gewesen, am 4. Tag nach Hause gefahren und dann auf halbem Weg auf der Raststation kommt plötzlich eine Schlange aus der Motorhaube. Bro! Wieder zurück zur kroatischen Grenze, Schlange aus dem Auto geworfen, sagt, bleib, du musst tot sein und dann heimfahren. Jetzt stellt euch vor, die Schlange kommt nicht während der Fahrt auf die Idee, sie kommt da raus und dann bleibt versteckt, weil sie sich schreckt. Dann bist du noch zu Hause und weil es dann ruhig ist und sowas, kommt sie dann raus und riecht irgendwo herum. Bra, passiert andauernd. Ich meine, ich lache ja jedes Mal, wenn ich Kroatien oder sonst wohin fahre und ich dann 3-4 Sturmfliegen im Auto habe, die ich einfach mitnehme, die eigentlich auch nicht nach Europa gehören oder nach Österreich gehören, weil sie eigentlich von Kroatien kommen. Sowas passiert eben ziemlich schnell und bei den ganzen Gütertransporten und sowas ist das sowieso dabei. Glaubt ihr wirklich, wenn da Wälder abgeholzt werden,
oder Bäume und diese riesigen Baumstämme auf so einen Laster geladen werden und die dann irgendwo hingefahren werden. Da hat man da kontrolliert, ob da in dem Baumstamm oder unter der Rinde irgendwelche Viecher sind, die da sicher sind. Ein Scheiß wird da gemacht. Da ist mal bei uns ein Laster gekommen aus Schweden, der zu uns Baumstämme gebracht hat, weil, keine Ahnung, bei uns hier in Österreich wachsen nicht genug Bäume. Man muss sich Holz und Bäume aus Schweden importieren. Und jedenfalls in dem einen Baumstamm war eine Caponotus lignibertus Kolonie drin. Macht jetzt nichts, weil bei uns gibt es auch Caponotus lignibertus. Aber erstens waren das Caponotus lignibertus aus Schweden. Zweitens, was ist was, wenn das... Okay, in Schweden kann ich... In Schweden kann nicht viel andere Ameisenarten leben oder Tierarten leben, die es jetzt nicht hier bei uns in Süd- oder Mitteleuropa eh schon gibt. Aber zum, wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, auf was ich hinaus will? Und dann kommt wieder die bösen Tierhalter. Ihr solltet keine Tiere halten, weil dann lasst ihr die Tiere frei oder die könnten in die Natur entkommen und bla bla bla. Wisst ihr, die paar Viecher, die machen mal von in der Natur entkommen und die paar Viecher, die von Leuten ausgesetzt werden, und da werden mehr als genug Tiere ausgesetzt, die machen das fett, das machen das nicht fett. Das größte Problem sind wirklich die Sachen, die bewusst von Gärtnereien und sowas ausgesetzt werden, also gerade bei Pflanzen oder bei Pelztierfarmen und sowas einfach freigelassen werden. Bruh. Bei uns war auch mal so eine Zuchtstation von irgendwelche Fische. Und dann hat das nicht so richtig funktioniert und dann war es im Sommer zu heiß, in Anführungszeichen. Und dann sind eine Menge von den Fischen gestorben und die restlichen Fische, anstatt sie es aussortieren, haben sie einfach in den Fluss reingekippt. Und diese Fischart gibt es aber in dem Fluss gar nicht, aber jetzt gibt es dort. Ja. Und du müsstest denken, Sachen, die Leute nicht verstehen. Bro. Die Leute nicht verstehen, sind für mich einfach, dass solange du genug Geld hast, kannst du dir alles leisten. Da kannst du wahrscheinlich das seltenste Tier abschießen oder einen geschützten Waldgebiet roden, weil wenn du das Geld dafür hast, dann drückt jeder überall das Auge zu. Aber der normale Brutto-Normalbürger, der, keine Ahnung, zwei Hund Katzen hat, wird angeschissen. Du darfst die Katzen nicht rauslassen, die töten Vögel. Stell dir vor, es ist eine Katze, die tötet Vögel. Oh. Aber die 1000 Vögel, die versterben, weil die meisten Vögel, die eine Katze wirklich fängt, also wirklich die meisten Vögel, sind Spatzen. Und wie viele Spatzen aber jedes Jahr auf den Getreidefeldern sterben, weil die Getreidekörner vergiftet werden, weil sonst fressen ja die bösen Spatzen dein ganzes Getreide weg. Da regt sich keiner auf. Aber die paar Spatzen, die deine Katze erwischt, das ist so schlecht. Und das macht, dass die Spatzenpopulation ausstirbt, weil deine bösen Katzen, die sind so eine Gefahr für die Vögel. Und wo ich mir nur denke, ja, chill, Arschloch. Weil wenn meine Katze einen Vogel erwischt, dann ist der Vogel selbst schuld, weil der Vogel dann richtig dumm ist, weil warum lässt er sich von der Katze erwischen? Und das ist jetzt nicht übertrieben, sondern das meine ich wirklich ernst. Raubtiere, wie eine Katze oder sowas, erwischen nur Tiere, die dumm sind, zu langsam sind, krank sind oder alt sind. Gift, weil was vergiftet wird, erwischt alles. Egal. Und dann könnte dieser Spatz der beste Spatz auf unserem Planeten sein und keine Katze, kein Habicht, kein Sperber, kein Raubtier der Welt würde ihn erwischen und dann frisst er vergiftetes Korn und stirbt daran. Bra. Und genau damit vernichtet man in Anführungszeichen biologische Diversität und dass Evolution weitergeht. Weil genau von diesen seltenen Tieren, die dann und wann in einer Population entstehen, genau davon lebt Evolution. Weil vielleicht ist dieses Tier besser als der Rest. Und weil es besser ist, entsteht eine neue Art oder eine bessere Art und sowas. Aber genau das verhindert der Mensch mit seiner 100-mal überall eingreifen. Und die armen Rehe. Zum Beispiel beste Sachen, die ich geil finde. Im Winter
Im Winter, wenn es kalt ist, also bei uns eh nicht, ne? Aber im Winter, wenn es kalt ist und Schnee liegt, werden Wildschweine, Rehe, Hirsche und andere Tiere gefüttert. Weil die armen Tiere, die finden im Wald nicht mehr genug zum Fressen und dann verhungern sie. Ja, wenn der Wald nicht genug zum Fressen hat für den Bestand, dann verhungern die Tiere. Und für die der Wald reicht, die überleben und machen neue. So wäre es von der Natur vorgesehen. Nein, da werden die im Winter gefüttert. Dann überleben auch die Schwachen und Kranken, die eigentlich im Winter verrecken würden, weil sie verhungern und erfrieren. Aber die überleben dann. Und dann im Frühjahr ist, oh mein Gott, es gibt so viele Wildschweine, es gibt so viele Rehe. Ah, was tun wir nur? Ah, wir müssen so viele Tiere schießen, ah, weil es gibt so viele. Dann füttert die Viecher nicht, dann lässt sie einfach krepieren. Weil einerseits jammern die Jäger, sie machen einen gesunden Wildbestand und andererseits schauen sie, dass im Winter auch die Viecher überleben, die eigentlich den Winter nicht überleben sollten. Bruh, ihr macht genau das Gegenteil von dem, was ihr sagt, was ihr eigentlich macht. Na, das ist Mensch. Der Mensch existiert seit 2 Millionen Jahren und seit 2 Millionen Jahren ist der Mensch, okay, eigentlich nicht, ist eigentlich verarscht, eigentlich erst seit ein paar tausend Jahren. Nicht einmal seit ein paar tausend Jahren, seit 200 Jahren ist der Mensch der Meinung, dass 600 Millionen Jahre Evolution nicht möglich waren ohne Menschen. Weil wenn ich jetzt nicht als Mensch 100-mal überall eingreife und überall herumpfusche, dann ist die Natur nicht mehr in der Lage, auf sich selbst zu schauen. Wo ich eigentlich genau sagen würde, dass die Natur selbst, wenn der Mensch wirklich 10 Jahre nichts mehr machen würde, würde sich anschauen, dass die Natur dir so einen Stinkefinger zeigt, so richtig so, dass dir richtig reinreibt und sagt, schau mal Mensch, ich kann auch selber ohne auf mich selbst aufpassen. Außerdem brauche ich ja nur denken an die Sachen, wenn im Winter ein bisschen Wasser, weil Schnee schmilzt, ein bisschen Wasser oder es regnet, in die Asphaltritzen reinrinnt oder unter die Straße rinnt und dann friert es in der Nacht und dann sprengt es die ganze Straße weg, hat einen riesen Ritz. Und im nächsten Jahr im Sommer wächst dann dort Löwenzahn raus, der macht das gleich noch schlimmer. Und dann wird die Spalte immer größer. Und an der einen Stelle, weil die Straße nie renoviert ist, ist dann irgendwann eine junge Eiche daraus gewachsen. Die ist jetzt auch schon 10 Jahre alt, weil die Straße eh nie benutzt wird. Und jetzt ist die Straße so ein Fleckerteppich, weil alles aufgesprungen, aufgerissen ist. Dann müsst ihr denken, wenn der Mensch wirklich keine Straßen oder irgendwas mehr instand halten würde, 15 Jahre, 20 Jahre und alles sieht aus, wie wenn da noch nie mehr ein Mensch irgendwo seine Griffel dabei gehabt hat. Der Mensch sagt, dass seine Sachen sind für die Ewigkeit. Witzigerweise halten die Sachen vom Mensch gemacht nicht mal so lange wie das, was die Natur gemacht hat. Und wenn jetzt irgendwer kommt mit den Pyramiden, die Pyramiden gibt es schon seit 10.000 Jahren, gibt es nicht. Weil die älteste Pyramide ist irgendwas 6.000 Jahre alt. Das heißt, sie gibt es nicht seit 10.000 Jahren, wie viele Leute immer meinen. Oder noch länger. Nein, die ist 6.000 Jahre alt. Und Pyramiden sind nur deshalb so intakt, weil das eine trockene Wüste ist. Schaut euch einmal die Aztekentempel an. So wie sie in den Filmen gezeigt werden, sehen die in Natura nicht aus. Die sind total überwuchert, total verschlissen und sowas. Die kann man nicht mal mehr reingehen, weil alles die Bäume mit den Wurzeln zugewachsen haben. Das, was dir oft in Filmen gezeigt wird und das, was Realität ist, ist ein großer Unterschied. Zum Beispiel die Pyramiden auch. Würden die nicht ständig nachgemacht werden, die Wüste würde die einfach wieder schlucken. Die würden einfach runtergehen im Sand. Aber dann, bis zum nächsten Mal, Leben. Bye, bye.